Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Videoeinheit. Heute ein spannendes Thema, und zwar wollen wir uns dem Thema Backtests widmen. Gerade in den letzten Jahren, wo zum Beispiel mit Softwares wie MetaTrader, zu denen ja jeder bei seinem CFD-Broker kostenlosen Zugang hat und mit denen sehr viel möglich ist auch, wo man ja vermeintlich einfach und schnell Strategien durchtesten kann. Da sind natürlich auch ganz, ganz viele Retail-Trader auf die Idee gekommen, mal so ein bisschen was auszuprobieren. Und ja, unserer Erfahrung nach, unserer heißt in dem Fall meiner Erfahrung nach und der meines Programmierers, bewegen sich da ganz viele Leute nicht nur auf dünnem Eis, sondern sind schon längst eingebrochen, ohne es möglicherweise zu wissen. Denn Backtest ist nicht gleich Backtest, das sollte man wissen und verstehen. Und so ein bisschen Einblick möchte ich heute geben, warum das so ist, wo die Fallstricke liegen und warum unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, 99, wenn nicht gar sogar noch mehr Prozent der Backtests, die so gemacht werden da draußen, falsch sind. Es gibt diverse Fallstricke. Die Datenqualität ist schon mal ja ein sehr, sehr kritischer Punkt. Wenn wie bei den meisten die Datenqualität schlecht ist, die Daten schlecht modelliert sind, die Daten lückenhaft sind, und das kann man auch gar nicht selbst nachprüfen, wie gut die Daten sind. Da müsste man jeden einzelnen Tag, jede einzelne Stunde überprüfen. Man kann es stichprobenartig machen, aber letztlich, wer weiß denn schon genau, wie der Intraday-Verlauf vor 7 Jahren am 1. März beispielsweise im S&P war oder in einem Rohstoff. Gerade wenn wir uns ein bisschen links und rechts von den Hauptmärkten bewegen, selbst im Währungsbereich. Man denkt sich, ja gut, wir haben heutzutage tolle Techniken und man kann auf tolle Datenfeeds zurückgreifen. Und genau das ist eben trotzdem nicht der Fall. Es gibt gute Datenanbieter und schlechte, völlig klar. Aber dennoch muss klar sein, sobald es ein bisschen exotischer wird, also wenn wir im S&P uns bewegen, wenn wir uns im DAX bewegen, wenn wir uns bei Crude Oil bewegen, bei Gold, dann mag das noch alles einigermaßen okay sein. Wenn wir uns im Euro-US-Dollar bewegen, mag das auch noch gut sein. Britisches Pfund-US-Dollar auch. Aber sobald es ein bisschen davon abweicht, wenn wir jetzt auf einmal Backtests beim Kaffee-Future machen, selbst wenn wir Backtests beim Neuseeland-Dollar machen, beim Schweizer Franken, sobald es ein bisschen weggeht von den wirklich großen und schweren und bedeutenden Märkten, sondern nur ein bisschen rechts und links davon, dann werden die Daten gravierend schlechter und anfälliger für Lücken. Und man muss verstehen, gerade bei Rohstoffen fehlen teilweise auch mal ganze Kerzen. Das liegt an der Modellierungsqualität. Und kann weitreichende Folgen haben. Trades werden nicht geschlossen, wenn man zum Beispiel zeitbasierte Exits hat. Es kann sein und wird immer so sein, dass es auch mal halbe Handelstage gibt, wo verfrüht geschlossen wird. Das ist vor Feiertagen beispielsweise. Es gibt verkürzten Handel bei Sondersituationen, bei der Zeitumstellung. Die Amerikaner sind naturgemäß 1, 2 Wochen vor uns mit der Zeitumstellung dran. Das heißt, das ist auch ein Fallstrick. Man muss da wirklich sehr, sehr aufpassen. Dann haben sich die Handelszeiten für die einzelnen Rohstoffe auch mit der Zeit verändert. Gerade bei etwas exotischeren Märkten wie jetzt Weizen, Hafer, selbst bei Kakao, bei Kaffee, die Handelszeiten haben sich geändert. Und ich muss also genau das berücksichtigen. Wenn ich jetzt heute einen Backtest mache für den Kaffee-Future und sage, okay, Handelszeit, keine Ahnung, 9:30 Uhr bis 20 Uhr, und ich berücksichtige eben nicht, dass sich diese Handelszeiten verändert haben und dass es jetzt um 10:15 Uhr losgeht, dann habe ich eine ganz andere Handelsgrundlage. Ich habe ganz andere Handelsgrundlagen, das heißt, ich handle ein ganz anderes System, ich backteste ein ganz anderes System vielleicht vor 4, 5, 6, 7 Jahren. Und diese Informationen, wer hat die denn so lückenlos? Diejenigen, die heute an den Markt kommen, haben mit Sicherheit nicht das Wissen,
wie die Märkte vor 5, 6, 7 Jahren waren, wie die Handelszeiten da waren, wann exakt die Handelszeiten umgestellt wurden. Es ist ja selbst jetzt, ich habe das ja jetzt in den 20 Jahren alles im Prinzip mitbekommen, aber wenn man mich jetzt fragt, wann denn präzise die Handelszeiten geändert wurden, müsste ich auch erstmal nachschauen. Und sind die Quellen verlässlich? Ja, es ist nicht einfach. Also das sind alles Fallstricke. Da muss man wirklich ganz genau aufpassen. Und es ist sehr, sehr anfällig für Fehler. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir mal in so eine Plattform reinschauen, in eine professionelle Backtest-Plattform, in ein professionelles Programm, wie beispielsweise TradeStation oder Trade Navigator, dann wird man dort sehen, das sind Futures-Plattformen, und dort wird man sehen, es gibt teilweise bis zu 20 verschiedene oder verschiedenartig adjustierte Kontraktformen. Also Endloskontrakt, wenn man aus einzelnen Kontraktmonaten einen Endloskontrakt macht, was man ja braucht für einen Backtest, dann gibt es verschiedene Formen der Justierung. Mal werden die Folgekontrakte gedrückt. Wenn sie zum Beispiel teurer sind, werden sie gedrückt und an den vorherigen Preis angepasst, damit es keine Lücken gibt. Denn wenn ich Lücken drin hätte, würden sich zum Beispiel gleitende Durchschnitte auf einmal nach oben drastisch verschieben durch einen Sprung im Kurs, den es in der Realität gar nicht gegeben hat. Deshalb muss adjustiert werden, müssen die Kontrakte justiert werden, die einzelnen Kontraktmonate quasi aneinander gereiht werden. Und dann kommen da teilweise je nach Adjustierungsform ganz, ganz seltsame Sachen raus. Und es gibt, wie gesagt, bis zu 20 verschiedene Adjustierungsformen. Und ich persönlich mit 20 Jahren Handelserfahrung wüsste nicht, welchen dieser 20 verschiedenen Kontrakte ich für den Backtest A und welchen für den Backtest B ich nehme. Also für den Backtest eines Intraday-Systems, für den Backtest eines Swing-Trading-Systems. Ich wüsste es nicht. Mein Programmierer weiß es, weil er sich damit schon so lange beschäftigt und so intensiv, dass ich da den höchsten Respekt davor habe, aber ich wüsste es nicht. Und ich gehe davon aus, da wird es noch ein paar mehr Leute geben, die das nicht wüssten und die einfach den falschen Kontrakt nehmen. Es ist ein riesiger Unterschied teilweise. Und wie dieser Unterschied ausschaut, kann man anhand dieses Slides sehen, der auch von meinem Programmierer erstellt wurde. Da sieht man, dass die Equities, das ist ein und derselbe Markt, ein und dasselbe System. Ein und derselbe Datenfeed. Aber es sind drei verschiedene Kontraktformen, drei verschiedene adjustierte oder verschiedenartig adjustierte Kontrakte. Die Equities sehen ähnlich aus, aber wir sehen, dass es trotzdem Unterschiede gibt. Während diese Equity hier ganz flach verläuft in diesem Bereich, steigt diese hier bereits an. Diese verläuft auch flach. Diese beiden haben hier eine Delle. Diese Delle hier ist vergleichsweise flach. Hier ist der Drawdown anders. Hier ist er wiederum auch anders. Also wir kommen einfach auf marginal, aber wir kommen auf jeden Fall auf andere Ergebnisse. Und das ist natürlich, hier sieht man es an den Profit-Faktoren. Die haben schon eine breite Streuung. 1,45 und 1,58, das ist schon ein Unterschied. Also auch da ist ein riesiger Fallstrick. Das ist ein riesiges Minenfeld, in dem man sich bewegt, wenn man hier diese Backtests macht. Und da muss man ungemein aufpassen, denn so viel kann man eigentlich gar nicht wissen, wie man wissen muss über diese Fallstricke. Und wie gesagt, in diesem Video kann ich nur so ein paar ganz, ganz gravierende Beispiele aufzeigen. Da gibt es haufenweise Dinge. Man muss auch wissen, teilweise ist es so, je nach Plattform, je nach Datenfeed, ist es so, dass die Handelstage eben nicht diese Abgrenzungen haben, wie wir sie kennen, sondern das geht teilweise nach den Settlements. Die Settlements sind im Prinzip mitten am Tag. Da kann es also sein, dass ich einem System sagen muss, der Freitag ist eigentlich schon am Donnerstag. Das heißt, wenn ich ein System habe, was zum Beispiel donnerstags nur handeln soll oder was sich auf den normalen Donnerstag, wie wir ihn kennen, auf den Donnerstagshandel bezieht, dann wird man feststellen, oh, da muss ich dem System aber sagen, ja, nimm auch Trades, die bei dir eigentlich als Freitag gelistet sind. Und dann erst nimmt das System Trades, die zum Beispiel nach 17 Uhr donnerstags passieren. Das ist also auch ein enormer Fallstrick. Ich muss also wissen,
Was ist denn hier der Referenzwert? Was ist denn hier die Tagesabgrenzung? Wann ist die denn? Unser Handelsschluss? 22 Uhr im S&P-Kassa, 23 Uhr, wo der Handelstag offiziell endet, oder ist es 17 Uhr, die Settlement-Zeit. Das ist also auch ein ganz, ganz kritischer Punkt und da kann man ungemein viel falsch machen. Ich würde es mir nicht zutrauen, mit 20 Jahren Handelserfahrung, mit knapp 20 Jahren Handelserfahrung, würde ich es mir nicht zutrauen, selbst wenn ich mich natürlich sehr damit beschäftige und selbst wenn ich mich da richtig reinfuchsen würde. Ich habe größten Respekt davor, vor jemandem, der es, wie der Klaus Müller, der mit mir zusammenarbeitet, der dort mir die bei den Backtests die technische Expertise gibt und auch mit seinem mathematischen Sachverstand natürlich dabei hilft. Wenn das jemand als Laie macht, wie ich es häufig auch in Seminaren erlebt habe, wo Leute dann sagen, ja, ich habe da mal so ein bisschen was gebacktestet und ich habe da mal was nachprogrammiert schnell. Schnell schon mal gar nicht. Und B, mit was für einer Plattform? Mit irgendwelchen komischen Daten, die man sich zusammengeschrottelt hat aus dem Internet, mit einer zweifelhaften Plattform und mit noch zweifelhafteren Kenntnissen. Häufig nicht wesentlich über das hinausgehend, was ich an Programmierkenntnissen habe. Und das ist ungefähr Status, naja, so 2 Semester Wirtschaftsinformatik. Also ungemein anfällig für Fehler und meiner Meinung nach ein riesiges Minenfeld. Ich glaube 99%, 99,5% der Backtests, die so von Retail-Tradern gemacht werden, selbst aus dem professionellen Bereich wahrscheinlich der ein oder andere, aber gerade bei denjenigen, die noch nicht so viel Erfahrung haben und die vielleicht aus der Programmierergattung sogar kommen, die im Programmieren sogar richtig gut sind. Das ist eigentlich sogar das Gefährlichste. Selbst da wird die Fehlerquote enorm sein. Warum? Ich muss, um erfolgreiche Backtests machen zu können, mehr können als programmieren. Und ich muss mehr haben als Marktverständnis. Ich persönlich kann nicht programmieren. Viele andere können programmieren, haben aber kein Verständnis, wo die Fehler herrühren, weil sie einfach glauben, die Programmierung ist ja, didaktisch richtig und dann muss der Backtest richtig sein. Wenn ich aber dem Programm nicht sage, pass auf, der Freitag, der Donnerstag, der endet schon um 17 Uhr und der Freitag beginnt dann. Viele sehen das gar nicht. Sie verlassen sich auf ihr Programmieren und dann spuckt das System irgendetwas aus, aber da werden dann Trades teilweise zigfach aufgemacht oder werden gar nicht geschlossen. Da kommen Equities raus, die nie und nimmer stimmen. Ganz, ganz gefährlich, wenn man glaubt, man kann gut programmieren oder man wirklich gut programmieren kann, aber man keine Ahnung hat von diesen ganzen Fallstricken, wo die lauern, dann wird man natürlich fatale Ergebnisse rausbekommen. Die werden drastisch von dem abweichen, was wirklich die Realität darstellt. Und wenn man das als Handelsgrundlage hat, ist es natürlich absolut haarsträubend. Das kann nur in Verlusten enden. Und deshalb mein Rat, wenn man nicht wirklich fundierte Kenntnisse hat, sowohl im Programmieren als auch im Trading und nicht nur im Trading rein technisch, sondern auch was die Marktgegebenheiten, was Settlements angeht, was Kontraktspezifikationen angeht. Wenn man da nicht fundierte Kenntnisse hat, sollte man wirklich das denjenigen überlassen, die sich damit wirklich auskennen. Und das sind ganz, ganz wenige im deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht. Ansonsten wird man als Handelsgrundlage etwas haben, was gar nicht funktioniert und was sehr, sehr fehlerhaft ist. Und das kann natürlich nicht gut gehen. Ich wünsche allen viel Erfolg, hoffentlich fehlerarme Backtests, falls ihr im Backtesten euch engagiert. Und ansonsten hoffe ich, dass das für den einen oder anderen so ein kleiner Warnschuss war oder ein Anstupser, der da nochmal zum kritischen Überprüfen anregen soll. Denn man kann sehr viel falsch machen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.